Hallo Leute, jetzt willkommen zu Part 18 von Assassin's Creed Revelations. Wir müssen uns jetzt entscheiden, welche Aufgabe wir machen. Entweder wir gehen zum Arsenal. Oder wir holen uns das nette Büchlein. Bin ich auch gerade voll am Überlegen. Weil ich die andere Mission auch gerade gar nicht sehe. Ach, da ist sie. Dann hole ich mir erstmal das Buch, glaube ich, ja. Buch klingt gut. Ja, das klingt sehr gut. Ah, hätte ich hier doch nicht rüberspringen brauchen. Er wird sich noch etwas antun. So, nochmal schauen. Wo haben wir es? Ach da. Gut, bin ich ja gar nicht mal so weit entfernt davon. Haben sogar noch eine Schmiede da, wenn ich mich jetzt nicht ganz verguckt habe. Vielleicht zum einen reparieren und zum anderen eventuell die. Also hier haben wir erstmal Bomben. Bomben sind erstmal wichtig. Ah, und 3000 auch wieder im Tresor. Das ist geil. Das können wir auch noch machen. Aber erstmal muss das herhalten. Ablenkung, so weil sie leer sind. Ja, können wir die nehmen. War das Pulver und was nehmen wir? Akustisch, sehr schön. Da kann ich gerade keine herstellen, aber ist auch nicht so wichtig. So, machen wir das doch noch schnell hier. Zeit dafür haben wir definitiv. Meditieren. Ah ne. Jetzt bin ich schon drauf gekommen. So. Konnte ausweichen. Und dann gehen wir erstmal. Was für ein Kampf. Ah, zwei kann ich sogar noch holen. Ist ja cool. So, wenn es das wäre. Borsa. Was haben wir dafür überhaupt? Templerkontrolle 70. Ach du Scheiße. Der braucht das aber nicht machen, der ist ja schon fast, der ist ja schon oben. 400 gibt's. Ja, passt. Jetzt haben wir eine 20-minütige Bursa, dem Geld folgen, okay. Ja, das lasse ich den machen. Die brauchen dafür zu lange. So. Außerdem wird es doch ganz gut Geld. Das mache ich später. So. So, und dann geht's jetzt zum Büchlein. Ja, da gibt es hier keine Pferde. Das überlege ich gerade. Ist das hier von hier aus überhaupt noch sinnvoll? Bei dem bin ich. Nee, ist überhaupt nicht mehr sinnvoll. Gut, dann wird halt gelaufen. Müssen wir halt. Ah. Noch. Jo. Und wir könnten mal wieder eine. Bei Peri Race können wir auch mal wieder eine. Oh, super. So ein paar. Jetzt war ich doch nicht beim. Naja, egal. Habe ich was für den nächsten Part? Hab ich nämlich schon wieder vergessen. Zum. Hier, sag schon, zum Schmied zu gehen. Kommt, Leute, ich habe Massen von neuen Arbeiten. Aufregender junger Professor. So. Aber wenigstens haben wir wieder ein paar neue Geschäfte. Ich freue mich schon auf Semesterferien. Na okay, dauert zwar noch ein bisschen hin, aber. Nein, nee, schießen wollte ich jetzt auch nicht. Apothekenbedarf. Schnell wirkendes Gift. Ja. Gut,
Dann dürften jetzt, glaube ich, Gift dürfte jetzt immer. Genau, schnell wirkendes Gift. Das ist jetzt nämlich immer, das ist richtig geil. So. Das ist auch voll wunderbar. Das ist besser, aber ich sage immer, Vorsorge, die beste Heilung. Dann testen wir das auch gleich mal aus. Kipp jetzt um. Los. Ja, so schnell wirken ist das Uro wieder nicht. Der geht schneller. So, mal gucken, was hat er denn jetzt so bei sich? Kugeln, Pyritmünzen, ja. Klingt schon mal nicht schlecht. Ja, genau dazwischen. So kennen wir dich. Och, Ezio. Oh. Bin ich doch schon wieder bekannter, als ich eigentlich sein möchte. Nicht so geil. Na egal. Werde ich halt mal eventuell gesucht. Muss Oma sein. So, und da sind wir schon oben. Erinnert mich aber auch ein bisschen an Rom, ne? Und das Aquädukt von dort. Da konnte ich es aber wenigstens reparieren. Da. So. Protosymbole finden und das Buch. Genau. Ah ne, falsche Taste. Oh, beim ersten Versuch gleich. Cool. So. Dürften wir eventuell auch bald den nächsten Schlüssel finden. So, klappt aber natürlich auch nur, wenn ich das hier ordentlich gebacken kriege. Ah, plündern mal wieder. Boah. Gut. Polysymbole, Aquädukt. Was ist näher dran? Ja, ne? Ja. Warum eigentlich nicht? Reisen wir erstmal nach oben, bevor wir nach unten reisen. Konnte mein Mann seine Kopisten wieder ein? Immer wenn ich so einen Brunnen sehe, denke ich sofort wieder an Prince of Persia. Fällt mir ein, da wollte ich es ja auch nochmal zum Teil spielen, einfach nur für das alternative Ende. Aber im Moment habe ich darauf noch nicht wirklich Lust. Ist mein Mikro überhaupt an? Ein bisschen blöd. Och, Ezio. Jetzt komm doch mal wieder klar. So. Ne, nichts mit Söldner. Ich hab doch Konter gedrückt. Komm jetzt. Lecker. Oh, naja, der letzte Angriff ging wohl in die Hose. Nicht mal Ziegen und Kamele wurden verschwunden. Ah, jetzt sind wir aber hier. Und ich denke immer noch, dass es mit E gemacht werden muss. Das ist ein bisschen bescheiden. Gut, Rüstung, Armbrust. Super. Reicht ja gerade noch so das Geld aus. Gut. Eure Münzen scheinen. Vielleicht hätte ich mir zuerst die Bank holen sollen. Ja. Wieder mal typisch für mich.
Aber dafür... Unterschlupf müsste das jetzt sein. Nee, doch nicht. Lol. Wo bin ich denn jetzt? Das habe ich doch gerade gemacht. Muss ich das verstehen? Och, gehe ich einfach mal zurück. Ist mir jetzt egal. Was wäre denn da oben gewesen? Ist das auch einfach nur ein Buch? Ja. Ah, da. So. Da so viel Erinnerung. Super. Gut, also wieder zurücklaufen. Och, ich bin dann so ein Lappen. Gut. Mehr wird aber heute auch nicht aufgenommen. Mit Part 18 kann man schön enden. Oh, und ich gehe auch Hunger. Ja, das sollte wirklich der letzte Part werden. Hier waren wir eben schon mal. So. So. Oh. Das war knapp. Das war jetzt gerade wieder echt knapp. Ah, da oben muss ich. Was habe ich denn für ein Buch geklaut? Nein. Oh, noch ein Datenfragment. Cool. War schon 13. Zeichen und Symbol. Ach, das sind zwei Teile gewesen. Zwei Missionen, okay. Nee, das suche ich nicht. Das auch nicht. Ah, da hinten haben wir. Oh. Und wir beim ersten. Geil. Oh. Super. Da war noch gleich eine Mission noch. Erfolgreich. Schon eben war ich ja da drüben. Boah. Schon scheiße. Naja. Sehen wir ein bisschen von der Stadt. Haben wir ja noch nicht. Ne? So. Ich glaube, ich habe es im letzten Part gesagt, aber ich sage es gerne nochmal. Ich versuche auch demnächst mal ein bisschen von San Andreas aufzunehmen, also GTA. GTA 4 werde ich nicht aufnehmen. Stattdessen werde ich aber dann GTA 5 aufnehmen, weil es die Fortsetzung von San Andreas ist. So. Was haben wir denn jetzt da? Ein schickes Buch. Sieht aus wie das letzte, das wir gefunden hatten. Sehr schick. Das Mädchen mit der Flöte von Minanda wurde entdeckt. Okay. Forum Bovis freigeschaltet. Gut, Leute. Ja. Es waren jetzt ungefähr fast nur 14 Minuten. Ist ja auch nicht so geil. Aber okay. Mir passiert jetzt, wenn ich jetzt noch mehr mache, kriegt das Ding definitiv wieder Überlänge. Ich kann auch versuchen, diese eine Person da zu retten. Beziehungsweise, was ist das jetzt hier? Mach ich jetzt doch zu Sophia Mission. Passt. Nichts hat er hier gemacht. Manchmal ist jetzt jedoch zu was zu gebrauchen. Oh, und ich kann mir jetzt eine Bank kaufen. Geil. Die Leute sich denn immer erschrecken. Schon manchmal echt lustig. Oh, toll. Ja, sieht aus, als würde es hier noch ein paar Bücher geben. Lol, was geht denn jetzt ab?
Oh, ein Dieb. Ah. Na gut. Ja, dann machen wir das jetzt noch. Passt. Stimmt, das letzte Mal waren wir auf dem Galata-Turm, wenn ich mich nicht irre. Gucken, was denn diesmal passiert. Na, oder? Nee. Wir machen das anders. Das kommt im... Nehme ich den Part jetzt doch noch auf. Also noch einen weiteren Part auf, weil dann mache ich jetzt hier Schluss und dann kommt auch Part 19. Wäre die sinnvollste Variante. Bei gefüllter Templer-Kenntnisanzeige. Nee, Kenntnisstandanzeige. Könnten die Templer... Ach, was auch immer. Könnten in ihre Feste eindringen. Was auch immer. Nicht wichtig. Nicht wirklich wichtig. Was hast du gefunden? Einen Schlüssel? Irgendeine Art Tür. Doch sie ist fest zugemauert. Ah, das könnte die Mission sein. Vielversprechend. Der erste Schlüssel lag hinter einer ähnlichen Tür. Ist das so? Und wie öffnet man diese Tür? Überhaupt nicht. Es war das Erdbeben. Iperocha. Aber wir haben nur ein paar Fässer Schießpulver. Das sollte reichen. Und tut es das nicht, holen wir mehr. Der Assassine! Los, los! Ah, es ist sogar die Mission. Ja, dann habt ihr schon mal den Anfang gesehen. Keine Gesundheit dürfen wir verlieren. Und ja, Leute, wir sehen uns dann einfach das nächste Mal hier. Also, Leute, ciao.